Hallihallo, liebe Gothic-Freunde und hallihallo, liebes Tagebuch. Herzlich willkommen zu meinem Tagebucheintrag Nummer 35. Herzlich willkommen zu einem Eintrag, in dem ich auf ein neues versucht habe, den Gefahren des Minentals zu trotzen. Selbst einem Drachen bin ich dort begegnet. Aber vor dem ganzen Trubel habe ich noch versucht, mich ausreichend dafür zu präparieren. Viel Spaß! Bei den Söldnern war ich mal wieder und die schwierige Entscheidung stand an, hier in der Umgebung nochmal über Stock und Stein hüpfen, um XP zu sammeln, oder mit dem edlen Bastardschwert am Schwertgehänge ins Minental marschieren. Man braucht Ziele im Leben und so formulierte ich für mich Folgendes. Ich möchte den Orkschlechter ausrüsten. Und ohne ihn werde ich nicht mehr ins Minental gehen. Dafür fehlten mir 5 Stärkepunkte. Am naheliegendsten war jetzt die seltene Pflanze Sonnenaloe, die ich aus einem Haufen Drollscheiße gefischt habe, sagen wir es wie es ist, zur Kräuterhexe Sagitta zu bringen und mir die XP dann für meine mutige Tat abzuholen. Das habe ich dann auch gemacht und nebenbei ließ ich mir für einen Lernpunkt beibringen, wie man Heilessenzen herstellt, was sich als Fehler herausgestellt hat. Denn ich komme immer durcheinander mit den Tränken. Ja, da gibt es dann Essenz, Extrakt, Elixier. Das klingt in meinen Ohren alles irgendwie gleich und ich habe keine Ahnung, was davon jetzt eigentlich das Beste ist. Und ich habe jetzt quasi gelernt, den schlechtesten davon zu brauen. Und für jeden Brauvorgang benötigt man 2 Heilpflanzen und einen Kronstöckel, was absolut nicht rentabel zu sein scheint. Ein Lernpunkt verschenkt. Dann habe ich in der Hafenkneipe aufgeschlagen. Dort habe ich dem Wirt das geheime Erkennungszeichen der Diebesgilde vorgeführt, dieses Kopfnicken. Woraufhin der mir nun anbot, mir Dietriche zu verkaufen. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Da habe ich natürlich zugeschlagen, denn ich habe immer das Gefühl, zu wenige davon zu haben. Und beim Handeln mit Cardiff fiel mir auf, dass ich ja mit der Folteraxt schon eine bessere Waffe besitze als die, die ich gerade ausgerüstet habe. Also habe ich die jetzt ausgewählt und damit den nächsten kleinen Aufstieg vollzogen. Im Questlog war jetzt nichts mehr, was ich hätte erledigen können, also bin ich auf gut Glück zur Diebesgilde gelaufen. Kasia hatte da nichts für mich, aber Jesper erzählte etwas von einer unknackbaren Truhe und gab mir einen Schlüssel zu dem Raum, in dem die sich befinden soll, und Glück hat er mir auch noch gewünscht. Gut. Ich habe die Truhe dann gefunden, mein Namenloser kniete vor ihr, ich machte mir mit meinem Kugelschreiber Notizen auf einem Block von einem integrativen Naturhotel, es sollten viele Notizen werden. Die Dietriche brachen durch wie morsche Äste und irgendwann, ja, war sie dann doch geknackt, die Truhe mit sage und schreibe 20 Sicherheitsstiften. Der Inhalt war dann aber aller Ehren wert, einiges an Bling Bling, aber auch ein Amulett der Kraft, welches mir 10 Stärkepunkte verleihen kann. Und mit diesem konnte ich dann den Orkschlechter anlegen. Damit war ich also gestiefelt und gespornt und machte mich auf den Weg ins Minental. Natürlich nicht direkt, sondern mit Umwegen und hinter Tannen fand ich sie dann, die hässlichste Textur in Gothic. Wem ist denn da bitteschön der Zeigefinger auf der Maus ausgerutscht? Und kurz nach diesem Augenschmaus war ich drin im Minental. Und dort bemerkte ich schon auf den schmalen Waldwegen am Eingang, dass die Schlachten viel leichter von der Hand gehen. Selbst eine größere Gruppe konnte mir eigentlich nichts Ernsthaftes antun. Und eben diese Erfahrung hat dann dazu geführt, dass ich mich stundenlang durch das Minental geschnetzelt habe. Matze-Style eben. Ich habe Orks, Echsenmenschen, Drachensnapper und Co. isoliert und bekämpft, aber auch in Gruppen bekämpft und habe überdies alle anderen konkreten Ziele mal wieder gänzlich aus den Augen verloren. Sobald ich in der Lage bin, gewisse Gegner zu schlagen, habe ich hier bei Gothic einen ganz starken inneren Drang, dies auch zu tun. Und ich glaube, meine Befriedigung, die in diesen Gefechten entsteht, speist sich aus dem Wissen, dass geschlagene Gegner auch für immer verschwinden. In gewisser Weise sind die Feinde hier das Äquivalent zu den auf den Maps markierten Sammelobjekten in vielen anderen Open Worlds. Die Gegner müssen irgendwie wegradiert und die Map geleert werden. Nur das Wissen um die Endgültigkeit ihres Todes lässt die Aufgabe für mich lohnenswert erscheinen. Es ist ein bisschen so, als würde man etwas sammeln, nur umgekehrt. Die Sammlung ist dann voll, wenn nichts mehr da ist. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Hier mal ein paar Eindrücke meiner vielen, vielen Kämpfe, in denen ich übrigens auch endlich die Qualitäten des Geschwindigkeitstrankes zu schätzen gelernt habe.
Aber wie das so ist, wenn man sich durch fremdes Gebiet kämpft, man stolpert beinahe zwangsläufig über die einen oder anderen interessanten Orte und Charaktere. Silvio habe ich zum Beispiel getroffen, den Möchtegern-Anführer der Söldner, und der versprach mir Gold für den Fall, dass ich zwei Eisgolems einschmelze, die einen Weg versperren. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht, sagen wir 1000 Goldmünzen. Das habe ich dann versucht. Aber früher oder später haben die mich immer eingefroren und eingestampft, und daraufhin habe ich dann diese Herkulesaufgabe erstmal wieder nach hinten geschoben. Dann habe ich noch mit Anga gemeinsam eine Gruft ausgehoben, was ihm endlich sein geliebtes Amulett zurückgebracht hat. Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Und am Fuße eines Steigs dann traf ich Gorn und Gestad an, und Gestad brachte mir bei, wie ich Drachen nach ihrem Ableben verwerten kann. Blut entnimmst du am besten an seiner Bauchseite. Such eine weiche Stelle und stich mit dem scharfen Messer zu. Und Gorn bot mir an, mich auf dem Weg zur nahegelegenen Festung zu begleiten. Was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Was euphorisch begann wie das Fortführen einer liebgewonnenen Tradition, entpuppte sich leider als die finale Unternehmung zweier Freunde. Nach anfänglichen Erfolgen schlug Gorn seine letzte Schlacht. Das war wirklich traurig. Ich mochte Gorn sehr. Aber im Kriegsfall, ja, da ist kaum Raum für Trauer. Deshalb musste ich jetzt weiter nach oben, ich musste mich durchkämpfen, was auch wunderbar geklappt hat. Vor der Festung und in der Festung stellte mich auch niemand vor ernsthafte Probleme, und dieser blutige Streifzug fand dann sein Ende in dieser Arena, in der Drache Nummer 1 auf mich gewartet hat. Und wer hat ihn gesprochen? Bodo Henkel. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Der Drache Petrakan erzählte unter anderem das. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeiten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Das war sehr viel Stoff, aber auch sehr vielsagender Stoff. Ich schließe daraus, dass es einen Erddrachen, diesen Steindrachen hier, einen Feuerdrachen und einen Eisdrachen geben wird. Der Eisdrache wird am stärksten sein, gefolgt vom Feuerdrachen und dem Steindrachen, und der Erddrache ist dann logischerweise der Schwächste. Das war also sehr erhellend. Danke Auge Innos für das Offenlegen des Dracheninneren. Dann folgte das zwangsläufige Elend eines Gothic-Endkampfes. Nein, auch Gothic 2 kann die wohl nicht so gut, und so eierte ich verlegen von einer Niederlage in die nächste. Folgendes Problem bestand. Ich bin ja Nahkämpfer, aber immer wenn ich dem Drachen nahe kam, hat er mich mit gespeitem Feuer verbrannt, und es schien unmöglich, diesem Feuerstoß auszuweichen. Der traf mich immer. Zum Beispiel auch dann, wenn ich Sachen ausprobiert habe, Seitwärtsschritte oder Geschwindigkeitstränke, das machte alles keinen Unterschied.
Ich habe dann auch irgendwann den Bogen ausgepackt, aber aufgrund meiner bescheidenen Werte im Fernkampf war auch das witzlos. Ich kassierte weiter munter Feuerbälle. In Gothic 1 waren die Bosskämpfe bei mir komplett kaputt. Aber einfach, da mir ihre Fehlerhaftigkeit im Kampf in aller Regel geholfen hat. Die Mindcrawler-Königin konnte zum Beispiel keinen einzigen Angriff ausführen, weil sie schön in ihrer Animation gefangen war. Und der Schläfer wurde nicht von Korkaloms Schergen beschützt, weil die irgendwie keine Lust hatten. Die waren also kaputt, aber nicht frustrierend. Der hier begann jetzt ganz schön zu nerven. Doch ehe es so weit war, dass ich das Handtuch schmeißen konnte, habe ich auch etwas zufällig eine richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mir nämlich einen Golem an die Seite gestellt und dieser Steinbrocken schien äußerst resistent gegen Feuer zu sein, womit er den Drachen wunderbar binden konnte, was mir freie Bahn gewährte. Also für die To-Do-Liste, bei nächster Gelegenheit Golem-Beschwörungszauber einkaufen. Wie es sich für einen Drachen gehörte, bewachte auch dieser einen Schatz. All das flunkernde Zeug also, plus 4000 Erfahrungspunkte, das konnte sich doch sehen lassen. Und nach all den ganzen Aufregungen wollte ich, wie in den guten alten Zeiten, zur Entspannung mal wieder in den Fluss springen und mich Richtung Sumpf treiben lassen. Okay. Dann nicht. Wie wäre es stattdessen mit Klippenspringen als Extremsportausgleich? Es hat nicht sollen sein mit der inneren Mitte. Was sonst noch geschah? Ich habe für Jan gebürgt. Ich bürge für Jan. Aber der kann mir erst eine Rüstung bauen, wenn ich ihm massig Drachenbestandteile bringe. Was ganz klar dafür spricht, dass nach den Drachen noch lange nicht Schluss sein wird. Liebe Leute, wie lange geht dieses Spiel denn noch? Und wie ihr vielleicht gesehen habt, musste ich, um das Auge Innos anzulegen, mein Stärke-Amulett ausziehen und damit konnte ich dann auch nicht den Orkschlechter führen. Da hatte ich ehrlich gesagt einfach nicht mitgedacht. Und Brutus, der jetzt hier der Stärketrainer im Minental ist, kann mir auch nicht mehr helfen, weil ich ihm schon zu gut bin. Also ich kann hier keine Stärkepunkte mehr antrainieren. To-Do-Listen-Punkt 2 ist also Stärke trainieren oder Trank trinken. Das war es von mir. Wenn ihr mögt, was ich so mache und ihr mich unterstützen wollt auf meinem langen Weg durch das Piranha-Bytes-Portfolio und Co. und ihr obendrein noch extra Content zu Gothic haben möchtet, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich mal wieder ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.